Die letzte Woche von Staffel 4 beginnt. 4 Folgen, die davor bleiben, und eine besondere Woche steht uns bevor mit besonderen Regeln. Die werde ich euch gleich erklären. Dazu haben wir natürlich auch ein paar Fehler behoben, ein paar Fehler hinzugefügt womöglich und ein paar Einstellungen geändert. Und gleich sehen wir dann auch, wie eben diese Special-Woche hier von Staffel 4 beginnt und oder endet bei unserem Live-Let's Play auf Twitch, namentlich Wer wird Millionär genannt. Viel Spaß bei allen Zuschauern und beim Mitraten. Los geht's! So, dann noch einmal an alle willkommen im Chat, willkommen zur Show und an alle, die gerade im Video zuschauen, schön, dass ihr auch zum Ende von Staffel 4 nochmal dabei seid. Heute eine ganz besondere Sendung, denn ein paar besondere Regeln sind dabei. Nope, I fixed that. Denn wir spielen heute mit ein paar besonderen Jokern und Regeln auch vor allem. Da wir ja jetzt am Ende von Season 4 sind, können Leute, auch wenn sie noch Lust haben, freiwillig sich melden im Chat, um selbst sich an diesem Spiel zu versuchen. Es sind besondere Regeln heute gegeben, die wirklich für alle einen Gewinn erzielen können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das alles so klappt, wie es soll. Last-Minute-Änderungen am Spiel vorgenommen, kurz vor dem Stream noch und eben noch was korrigiert. Das sollte es sein für den Beginn dieser ersten von 4 Folgen mit dieser Außenaufgabe hier. Ordnen Sie diese Pioniere der Luftfahrt chronologisch nach ihren Geburtsjahren. Brüder Wright, Graf von Zeppelin, Brüder Montgolfier und Charles Lindbergh. Dann willst du bitte, das ist gut. Also, richtige Reihenfolge. Chronologisch angefangen beim Brüder Montgolfier, dann haben wir den Graf von Zeppelin, Brüder Wright und dann Charles Lindbergh. Richtige Reihenfolge ist C, B, A und D. Und wer von euch das hinbekommen? Sind sie im Spiel, haben es gewusst, noch 7, am schnellsten war Spieler 9. So, und wenn jetzt die Einstellungen alle funktionieren, dann gibt es heute nicht nur läppische 3 Joker oder 4 Joker, sondern zum Abschluss können Leute, die mitspielen wollen, mit 5 Jokern nach oben rushen. Wir fangen an mit 3 Jokern, Telefon, Publikum und 50-50. Und sobald man Frage 10 16.000 erreicht hat, kommt der 4. Joker und der 5. Joker hinzu, welche die zweite Chance sind, und Double Dip. Die werden momentan noch nicht angezeigt, weil wir noch unter diesen Bereichen sind. Aber, Freunde, ich drücke euch die Daumen. Ich sage toi 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 und wünsche echt allen, die dabei sind, viel Spaß. Ich habe gehört, Sirenox will als Erster. Machst du es über den Chat mit? Wissen Sie, wir machen es am besten über den Chat. Wir machen es folgendermaßen. Wir werden die erste Runde wird jetzt eher übernehmen, das heißt, alle anderen im Chat bitte keine Antworten posten. Er wird alleine über den Chat spielen und dann denke ich mal, dass das auch klappen sollte. Daumen drücken, ich mach's mit allen. Ah, mit allen, okay, dann machen wir es zusammen eben, gut. Dann eben so, wir starten mal die ersten 5 Fragen im Marsch bis 500, los geht's. Er verabschiedete sich und dann war Stuttgart, Potsdam, Erfurt, Wiesbaden. Because they will appear later.
Da kommt ein C rein von ihm, da war er fort. So gehört dies auch. 100. Wer den Autoverkehr beobachtet, sieht auch schon mal das ein. Was? Kolchose, Konzern, Kollektiv, Kombinat. Da fragt man sich echt, warum. Ein D, der Kombinat. 100 geschafft. 200. Wer ist seit über 20 Jahren mit Kinderliedern erfolgreich? Horst Schimanski, Ingo Dubinski, Rolf Zukowski oder Klaus Kinski? Ich glaube, ich darf vom Monitor nicht angezeigt werden. Du sagst C. Rolf Zukowski. 200. In den öffentlichen Toiletten landet während der Halbzeitpause auch im Stadion von Arsenal Onden, Real Madrid, Borussia Dortmund, Juventus Urin. Oh Gott. Das ist ja schon bitter. Mal gucken, mit D, Juventus Urin. Ist gut möglich und richtig, ja. So, dann die fünfte Hürde, 500. Wobei handelt es sich um ein Stoffmuster? Krähenfuß, Gänsemarsch, Hahnentritt, Ententanz. Mal gucken. Was ist da los? Tja, was sagt der Chat? Wobei handelt es sich um ein Stoffmuster? Krähenfuß, Gänsemarsch, Hahnentritt oder Ententanz? Also ich hätte Vermutung. Ich glaube, ich würde Stoffmuster. Ich würde vielleicht C sagen, aber ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, die schlafen alle gerade. Andererseits, klar, heute sind eh weniger Leute da, weil an dem Tag, wo ich das gerade jetzt aufnehme hier für die Folge, heute läuft das Trash-TV Dschungelcamp-Finale. Das heißt, alle diejenigen, die gerade da sind, entweder so halb AFK oder gucken komplett zu. Und ganz ehrlich, das gebe ich mir echt nicht. Nehmen wir C. Können wir machen, sollen wir? Der Hahnentritt. Zum ersten, zum zweiten und richtig. Ich meine, das Finale fängt doch mal früher an, oder? Weil das Finale ist noch mal 3 Stunden, oder? Wenn ich nicht irre. Ich habe es ja früher mal geguckt gehabt. Ich glaube, Finale ist doch mal früher, oder? Machen wir mal weiter auf 1000. Übrigens, falls die Joker nicht auftauchen sollten, tut mir leid, weil ich glaube, ich weiß, was ich auch vergessen habe. Stuttgart ist die Landeshauptstadt von Baden, Württemberg, 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 Württemberg. Achso, das nehmen wir an. Verstehe, du warst also auch drauf. Das wollte ich gerade selbst überlegen. Wie schreibt man Baden-Württemberg?
C, okay, würde ich auch sagen. Württemberg. Nein. Baden-Württemberg wie in D. Mit doppelt T. Das hätte ich aber ehrlich gesagt auch geraten, weil meine Vermutung war ebenfalls C gewesen, leider. Ich habe mir überlegt, ob es ein oder zwei T. Das war ein kurzer Lauf, aber dennoch sind 500. Und zwar ordnen sie Großbritannien, Spanien, Ecuador und Chile diese bekannten Inseln zu: Osterinsel, Kanarische Inseln, Shetland-Inseln und Galapagos-Inseln. Oh hell yes. Dann sortiert. Da haben wir einmal Großbritannien hat die Shetland-Inseln, Spanien hat immer noch die Kanarische Inseln, Ecuador, Galapagos-Inseln und eben Chile die Osterinsel. C, B, D und A. Das war am schnellsten Spieler 2. So, dann weiter geht's. Das wird ein Spaß. Die fünf Joker sind da, die vier, den vierten, zweite Chance und Switch-Abfrage 10. Und ansonsten drei Joker für den Anfang, Telefon, Publikum 50-50. Und ab 16.000 Euro dann zweite Chance und Switch. Könnte ich auch. Nur die Frage ist, ob da alle funktionieren nachher, weil das war schon vorher dann jetzt nämlich nicht. Weil eigentlich war heute geplant, abseits davon, I watch games on Twitch. Well, dann machen wir es ganz normal weiter. Komm. Dann machen wir ganz normal eine zweite Runde jetzt. Wir wollen ja niemanden dazu zwingen. Wir starten mit der nächsten Runde. Ungezogene Kinder bekommen schon mal eins. Unter die Teller, auf die Messer, vor die Gabeln, hinter die Löffel. Also, wenn ihr keine Antworten schreibt, antworte ich eben selbst eine Runde, ne? Wisst ihr ja. Ein D hinter die Löffel. Jawohl. 100. Was nichts kostet, gibt es irgendwas sprachlich für? Ofe, Eppen, Umme, Ollidioten. Da haben sie mal ein Wortspiel draus gemacht. Ach ja. Für Umme, na klar, so sieht's aus. Und 200. Wer Krampfadern hat, bei dem ist sozusagen die Mailand, Turin, Palermo, Venedig. Ich hätte ja fast schon falsch vorgelesen. Also es ist echt eine Kunst, aus solchen Städten und Begriffen so ein Wortspiel zu machen. Bei dem ist die Venedig. So sieht's aus. Und weiter geht's. Was ist häufig mit einem sogenannten Tilt-Mechanismus ausgestattet? Fury, Flipper, Lassie oder Nemo? Ich glaube, abseits der Begriffe
in der Logik hier weiß, glaube ich, keiner, was das ist, oder? Da kommt ein B, ein Flipper. Bisschen Sie vom Flipper. Macht am meisten auch Sinn bei der Frage eigentlich. Nur was ist ein Tiltmechanismus? Noch nie gehört. Könnt ihr mal in den Chat reinschreiben, bzw. in die Kommentare. Und 500. Man fragte den Kandidaten nach der italienischen Variante des Boulet-Spiels. Und als richtige Antwort: Bangladesch, Mongolei, Malaysia, Kambodscha. Das, diese Fragen. Also, das kann man echt lösen. D. Und als richtige Antwort kam Boccia. Gut, 5 Fragen geschafft. Wir gehen auf 1000. 3 Joker sind noch da. Die anderen beiden kommen ja später erst. Welches Wort wird häufig bei Entfernungsangaben benutzt? Da haben wir Steinwurf, Korbwurf, Diskuswurf oder Maulwurf. Upsa. Das ist, glaube ich, machbar für alle. Ein C? Okay. Wie kommst du auf Diskurswurf? Weil ich hätte ein anderes im Sinne. Weil ich würde sagen, wegen Entfernungsangaben, das ist es nur ein Steinwurf weit entfernt. Das wäre jetzt mal meine Idee dahinter. Diskuswurf? Aber du willst C echt nehmen, oder was? Sag Bescheid. Ich habe keine Ahnung, habe ich mal gehört, okay. Ja, weil ich kenne nur einen Steinwurf weit entfernt, halt eben so als Aussage, deswegen. Meine Tendenz würde zu A gehen bei der Frage. Korbwurf ist genauso ein Quatsch wie Maulwurf. Also, ich würde auf A setzen. Aber es ist ja im Chat seine Entscheidung immer noch. Dagnu, ein A. Da geht jemand meiner Meinung mit, bzw. rennt hinterher. Ich glaube, wir nehmen mal Steinwurf. Wie gesagt, ein Steinwurf hat entfernt. Den Satz kennt man, glaube ich. Aber stimmt's ja auch? Ja. Das tut es. Wofür sind auch höfliche Gärtner häufig verantwortlich? Da haben wir einmal pikierte Pflanzen, beleidigte Stauden, verstimmte Gewächse oder gekränkte Blumen. Das ist mal eine schöne Frage. Pikierte Pflanzen kommt da einmal. Noch ein A.
dann sagen wir zweimal in der Mehrheit sagen Antwort A, pikierte Pflanzen. Habt ihr jemand recht? Habt ihr recht? Ja, habt ihr. Wunderbar. So. Mit welchem fotografierenden Lord war die englische Prinzessin Margaret verheiratet? Lord Byron, Lord Fauntleroy, Lord Sinclair oder Lord Snowden? Ich nehme mal an, dass das keiner von uns hier weiß, oder? Wenn doch, wäre es fast schon ein Zufall. Und ich muss mal trinken, ey. Ach, mein Hals wieder. Krank sein ist echt doof, Freunde. C, oder? Kann sein. Ihr habt es in der Hand, das ist euer Spiel. Also ich bin bei der Frage raus, weil ich weiß es definitiv nicht. Fünfzig-fünfzig bitte. Das können wir machen. C oder D? Der Sinclair oder der Snowden? Wie wollt ihr es haben? Bzw. wie willst du es in dem Fall haben gerade? C soll man nehmen. Dann können wir das gerne machen, meinetwegen. C, Lord Sinclair. Ich drück mal die Daumen, dass es richtig ist. Puh. War ein Risiko wert? Hat sich's ausgezahlt? Nein. Es war der Herr Snowden leider. Es wäre der Herr Snowden gewesen. Damit geht's wieder runter auf 500 leider. Das hängt unschön heute an. Schade drum. Ach ja, so schnell kann's gehen. Aber naja, das hindert uns sicher nicht dran, noch einen Versuch zu starten mit der nächsten Frage. Bzw. in dem Fall der nächsten Auslaufgabe. Die da lautet. Das ist ja dieselbe eben. Ich drücke viel zu schnell. Ich bin froh, wenn dieses System endlich nach Staffel 4 ausgebaut wird, weil das alte System kotzt inzwischen einfach nur noch an. Und abseits davon, wenn, für alle die Zuschauer wissen wollen, wenn Staffel 4 bei YouTube beendet ist, wird es immer noch so sein, dass wir die Show nach wie vor auf Twitch Samstag spielen. Als 14-Jähriger 500 Euro, Mann. Mit 14, aber immerhin, ne? So, die hat mir eben gehabt. Und was ich gerade sagen wollte, selbst wenn es so ist, dass die Season 4 endet, dann wird es so sein, dass wir immer noch samstags auf Twitch spielen werden, vielleicht für eine Stunde oder relativ kurz. Und dann aber unten mittendrin mal anderes Format nehmen oder eben ganz eben das Studio auch mal wechseln gegen ein anderes. Momentan haben wir ja zwei Stück drin und zwei Spielvarianten. Insofern, wir gucken mal, wie das wird. So, jetzt rate du mal. Pardon. Mit 5 Jokern bei 15 Fragen, das sollte ich hinbekommen. Gucken wir uns mal an, wie weit ich komme. Los geht's. Was überlässt man einem guten Drechsler gerne? Weltbank, Bundesbank, Postgang, die Drehbank. So, zur ersten Frage. Zweite. Was hält besser? Doppelt. Einfach gestrickt, doppelt genäht, dreimal geleimt, vierfach genagelt. Doppelt genäht hält besser. Weil doppelt generell immer besser hält. Und 200.
Wird einem schwindlig, bekommt man einen Drehwurm. Da steht's schon. Spülwurm, Ringelwurm, Bandwurm. Da kriegt man einen Drehwurm. Vorschulkinder starten in deutschen Fußballvereinen in der Regel als G-Junioren, besser bekannt als Panini, Bambini, Cressini, Nannini. Was? Vorschulkinder starten in der deutschen Fußballvereinen in der Regel als G-Junioren, besser als bekannt als ja, gut, ne? Das hier ist eine Frage, wo ich nicht wüsste. Bambini macht keinen Sinn, glaube ich. Cressini klingt auch ein bisschen blöd. Nannini, Panini. Also das ist eine Frage, finde ich, wo ich den ersten Joker ziehen würde schon. Ich könnte mir A vorstellen, aber ich kenne es nicht. Das ist eine 300-Euro-Frage, oder? Verdammt. Schmeiß mal den ersten Joker raus. Telefon muss weg. Den zweiten, bitte. So, wie sind die besser bekannt? Ich würde sagen, es sind Paninis, aber ich habe den Begriff noch nie gehört. Legt mich wieder Bambini. Das ist gut. Dann Bambini. Nie gehört, keine Ahnung. Und 500. Welcher vorwitzige Zuschauer nervt Skatspieler ungefragt mit seinen Ratschlägen? Teisig, Kiewitz, Stieglitz, Sperling. Matt. Ungefragt mit seinen Ratschlägen. Sperling? Also andere macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Stieglitz, Sperling, was? Ich würde ja sagen Sperling, aber keine Ahnung. Das sind auch so Fragen heute bei mir. Voll die Kacke. So. Ich würde sagen, das könnte Sperling sein. Teisig. Nimm mal die. Und? Kiewitz. Das habe ich noch im Leben noch nie gehört. Dann probieren wir es eben nochmal. Wobei. Doch, geht noch. Eine Runde geht noch locker. Das war ja mal Scheißfragen. Das sind ja mal richtige Scheißfragen. So. Ordnen Sie diese ersten Bürgermeister von Hamburg chronologisch nach ihrer Amtszeit. Ole von Beust, Hans-Ulrich Klose, Henning Forscherau, Klaus von Donani. Mach's eben nochmal eine Runde. Also, das war ja Scheißfragen, das war eben. Das waren richtige Scheißfragen. So. Ersten Bürgermeister Hamburg und Hans-Ulrich Klose, dann kam Klaus von Donandi, dann kam Henning Forscherau und dann Ole van Beust. BDTA. Sagte derjenige. Aber komm, du hast mir gleich zu mir einfachere Fragen gehabt. Deine waren viel einfacher als meine, die ersten fünf. Dann eben nochmal, da kriege ich hin. Optimismus voraus. Welche Untugend ist vor allem bei Kartenspielern weit verbreitet? Schornissen, Schummeln, Schonigbienen, Scheuschrecken. Ja, Schummeln natürlich. Was macht das gefrorene Schnitzel ungenießbar? Eishitze, Kältefeuer, Gefrierbrand, Polarflamme. Ja, ungenießbar. Eigentlich ein Gefrierbrand? Was?
Jetzt kommen wieder so Scheißfragen. Kältefeuer macht keinen Sinn. Polarflamme auch nicht. Wobei. Polarflamme. Je nachdem. Ich bin echt blöd für dieses Spiel heute. Das gibt's ja echt nicht. Ich glaube, vor allem Urlaub. Meine Gedanken liegen in Klausuren und nicht im Spiel gerade. Kann der Chat meine Antwort posten? Zähler, also, was? Ja, habe ich schon zuerst überlegt, aber hä? Je länger ich die Frage drauf gucke, desto klappt doch werde ich. Hör auf die Mutti. Da zufrieden? Auf Verbrecherjagd verfolgt die Polizei Geldgeber, Schirmherren, Wohltäter, Sponsoren. Die verfolgt Wohltäter? Womöglich. Was gedeiht in vielen Kraftfahrzeugen? Duftbaum, Aromastaude, Parfümpalme, Stinkmorschel. Ja, in vielen Kraftfahrzeugen. Da gedeihen eigentlich nur Duftbäume. Parfümpalme auch kein Quatsch, Stinkmorschel auch nicht. Duftbäume sollten das sein. 500. Gemäß DFB Fußballregel 12 ist es den Spielern verboten, während des Torjubels den Ball zu umarmen, die Mitspieler zu küssen, das Trikot auszuziehen, die Mama zu grüßen. B und D ist erlaubt, dem Fall den Ball zu umarmen. Während des Torjubels. Den Ball zu umarmen ist, glaube ich, nicht mehr erlaubt. Trikot ausziehen machen manche immer noch. Müsste A sein, Ball umarmen. Die Sache ist, bei Antwort C klingt verlockend. Es könnte ja irgendwann eine Regel erfunden worden sein, dass man es nicht mehr ausziehen darf, aber das glaube ich nicht. Ich würde sagen A, Ball umarmen. Ernsthaft Trikot ausziehen? Das macht. Ja gut, wir haben es kein Fußball geguckt. 3 Jahre bestimmt. Das ging schneller als gedacht, die 2 Runden. Das ging viel schneller als gedacht und unerwartet heute. Schnell heimischen Cut machen. Nein. Da ist schon die erste halbe Stunde um. Ja, puh, wortwörtlich. Das läuft heute nicht so gut. Ich würde sagen, nächste Folge machen wir wieder Chatrunden. So oder so. Ich habe keinen Kopf für dieses Spiel heute. Ich rate gern mit, aber momentan, ne. Ja, 2 times, yes. Wanna try it next game? I can give you some English questions if you want. I hope they work. I'm not sure yet. Das war in jedem Fall die erste von 4 Folgen. Relativ mager heute, aber gleich geht's weiter. Insofern, dranbleiben.